Herzlich willkommen. Als zahnloser Tiger oder schlafender Riese wird die BaFin bezeichnet. Wir schauen uns diese Behörde heute mal genauer an mit einem ausgewiesenen Experten. Christoph Kaserer ist Professor für Finanzmanagement und Kapitalmärkte an der Technischen Universität München. Grüße, Professor Kaserer, schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Die BaFin ist ja noch gar nicht so alt. Vor 19 Jahren wurde sie gegründet. Ganz naiv gefragt, warum braucht es diese Behörde? Naja, wir brauchen natürlich Behörden, die sich um die Banken, um die Versicherungen und um die Kapitalmärkte kümmern. Das war im Übrigen schon vorher so. Da hatten wir jeweils separate Anstalten und man hat dann eben 2002 aus bestimmten Gründen entschieden, dass man diese drei Behörden zusammenlegt. Und das war dann eben die Geburtsstunde der BaFin. Sie haben die Bereiche gerade schon angedeutet. Wir schauen uns mal genau an im Überblick, was sind die Aufgaben der BaFin? Die BaFin hat mit ihren rund 2700 Mitarbeitern die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Finanzsystem funktioniert. Grob gesagt gibt es drei Bereiche. Die Bankenaufsicht genehmigt unter anderem Banken und bekämpft Geldwäsche. Die Versicherungsaufsicht genehmigt Versicherungen und sorgt für die Solidität der Anbieter. Die Wertpapieraufsicht kontrolliert die Transparenz und soll dafür sorgen, dass es keine Insidergeschäfte gibt. Professor Kaserer, das sind umfangreiche Aufgaben für eine zugegebenermaßen auch große Behörde. Eine Behörde, die sehr im Stillen arbeitet. Wie ist Ihr Blick auf die BaFin? Arbeitet sie zu sehr im Stillen? Nein, das würde ich eigentlich gar nicht so sagen. Ich meine, sozusagen ein Gesamturteil über die Tätigkeit dieser Behörde sich zu bilden, das ist relativ schwierig, genau aus den Gründen. Denn viele, viele Dinge, die dort gemacht werden, die dringen ja gar nicht nach außen. Von denen kriegen wir sozusagen auch nichts mit. Und im Idealfall ist es ja auch so, dass man gar nicht so viel über diese Behörde reden sollte, weil das bedeutet, dass sie eigentlich eine gute Arbeit macht und sozusagen die Arbeit effizient und im Stillen funktioniert. Solche Fälle wie dann eben Wirecard sind dann immer ein Anlass, sehr viel über diese Behörde zu reden. Aber letztlich ist es aus meiner Sicht schon so, dass im Großen und Ganzen diese Behörde ordentlich funktioniert. Es ist nur so, dass jetzt halt einige Schwächen zutage getreten sind, über die man reden muss. Aber nochmal zur Transparenz und Sichtbarkeit. Eine andere sehr große Behörde in Deutschland ist ja die Bundesagentur für Arbeit. Von der hört man monatlich die Arbeitslosenzahlen. Auch die Finanzmärkte ist ja wichtig für unser wirtschaftliches System. Warum hört man da nicht monatlich Bilanzen oder wie es so läuft? Naja, auch da, sagen wir mal, gibt es eine regelmäßige Kommunikation. Ein Problem, das da hinzukommt, ist die Verlagerung vieler Verantwortlichkeiten auf europäischer Ebene. Also denken wir beispielsweise an die regelmäßigen Stresstests, die eben von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde gemacht wird. Das wird alle zwei Jahre gemacht. Das geht auch immer groß durch die Presse. Da wirkt auch die BaFin mit, aber eben sozusagen untergeordnet, weil das eben eine europäische Übung ist. Und das ist zum Beispiel auch mit ein Grund, warum man eben dann von der BaFin eigentlich gar nicht so viel hört. Wenn die BaFin in die Schlagzeilen kommt, dann aber richtig aktuell, es klang schon an, der Fall Wirecard. Vor wenigen Wochen musste der BaFin-Chef zurücktreten. Der Grund, einem Mitarbeiter wird vorgeworfen, in Insidergeschäfte im Fall Wirecard verwickelt zu sein. Schauen wir einige Monate zurück. Am 20. Juli vergangenen Jahres hat sich der Finanzausschuss des Bayerischen Landtags mit dem Wirecard-Skandal befasst. Nach einem ersten Bericht der Staatsregierung hatten Bayerns Ministerien offenbar wenige Geschäftsbeziehungen mit Wirecard. Doch was ging schief bei der Geldwäscheaufsicht? Wer hat hier die Geldwäscheaufsicht übernommen? Da scheint ein Vakuum geherrscht zu haben in den letzten Jahren. Es hat einfach niemand gemacht. Und da hätte ich dann zumindest von der Staatsregierung schon erwartet, dass sie die Frage mal klärt. Zahlreiche Behörden überwachen in Deutschland die Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz. Dazu gehören Transparenz-, Sorgfalts- und Meldepflichten. Doch musste es bei der Wirecard AG nach aktueller Gesetzeslage überhaupt eine Geldwäscheaufsicht geben? Auch diese Frage wird im Deutschen Bundestag heftig diskutiert. Ich erwarte vom Bundesfinanzminister zügig Aufklärung der vielen noch offenen Fragen. Warum wurde Wirecard nicht im Ganzen als Finanzholding geprüft, sondern nur die ganz vorne einfach vorgestellte Wirecard-Bank? Warum wurden Kritiker und sogar Journalisten von der BaFin durch Anzeigen bedroht?
Hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin bei der Wirecard versagt oder fehlen ihr wichtige Kompetenzen? Eine von vielen Fragen, die in den nächsten Monaten oder Jahren noch beantwortet werden müssen. Professor Kaserer, bevor wir in die Details gehen, der Fall Wirecard, für viele ist es nur ein Schlagwort im Kopf. Worum geht es genau? Da geht es eben letztlich darum, dass durch Bilanzbetrug hier ein gigantisches Unternehmen, gigantisch im Sinne von Kapitalmarktbewertung aufgebaut wurde, das in sich zusammengebrochen ist wie eine Luftblase. Auslöser dafür dass man im Frühjahr letzten Jahres festgestellt hat, dass das dem Unternehmen nahezu 2 Milliarden Euro fehlen. Und daraufhin ist dann auch rausgekommen, dass wohl auch viele der Umsätze, die das Unternehmen verbucht hat, so gar nicht existiert haben. Und alles ist in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Und die Frage ist, warum hat die Luftblase so lange keiner entdeckt? Wie stellt es sich aus Ihrer Sicht dar? Hat die BaFin was falsch gemacht oder waren die Zuständigkeiten nicht klar, nicht genügend Kompetenzen? Naja, wenn so etwas passiert, hat natürlich jemand was falsch gemacht. Allerdings darf man auch nicht nur der BaFin hier die Schuld geben. Nicht? Man muss einfach sehen, es hat ja niemand gemerkt. Große Banken in Deutschland haben diesen Unternehmen Kredite in dreistelliger Millionenhöhe gegeben. Trotz angeblich genauester und detailliertester Kreditwürdigkeitsprüfung. Wir haben ein Dutzende von Finanzanalysten, die bis zuletzt diese Aktie zum Kauf empfohlen haben. Eine Aktie, die teilweise bei 200 Euro stand und jetzt noch irgendwie 40 Cent wert ist. Wir haben die Wirtschaftsprüfer, die Bilanzen testiert haben. Und wir haben natürlich die BaFin, das ist völlig klar. Aber ich würde hier jetzt davor warnen. Ich meine, das ist ein Betrugsfall, der einmalig ist in der Geschichte. Der wird in jedem sozusagen Geschichtsbuch über Finanzskandale, wird dieser Fall mit eingehen. Und auch eine besser aufgestellte Behörde hätte diesen Betrug wahrscheinlich nicht rechtzeitig entdecken können. Ist das so ein Fall, wo man sagen kann, so etwas kann immer passieren, wenn der Betrüger nur dreist oder gerissen genug ist? Ja, also zum einen natürlich das, aber definitiv. Und es wird auch nicht der letzte Fall gewesen sein, obwohl ich nicht glaube, dass sich ein solcher Fall so schnell wiederholen wird, weil dafür ist er einfach zu voluminös, nahezu unglaublich, was da passiert ist. Ich glaube, ein zentraler Punkt, der hier nicht funktioniert hat, und das wusste man, dass das nicht funktioniert, das ist eben die Rolle von internen Hinweisgebern, also sogenannten Whistleblowern. Es gibt Studien, die zeigen, dass vieles von solcher Skandale nur aufgedeckt werden, weil eben Leute aus den Unternehmen heraus sich eben bei Behörden melden und das anzeigen. Und wir haben dafür keine Tradition. Im Gegenteil, wir haben in der Vergangenheit alles getan, um diese Leute davon abzuhalten, sich bei Behörden zu melden. Und deswegen ist dieser Fall auch nicht früher entdeckt worden. Jetzt im Fall Wirecard kam ja auch die Regierung von Niederbayern ins Spiel, die für Geldwäsche zuständig ist. Auch eine Untereinheit des Zolls hat mit Geldwäsche zu tun. Ist es sinnvoll, in Unterbehörden solche Details auszulagern? Nein, das ist es natürlich nicht. Ich meine, der Fall hat natürlich viele Verästelungen. Eine Verästelung ist beispielsweise die Frage, warum man über Geldwäschetatbestände nicht früher gemerkt hat, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Und da haben wir das Problem, dass die Zuständigkeiten für Geldwäsche, sagen wir mal, zerfasert sind. Wir haben also eine bundesweite Geldwäscheeinheit, die FIU, die beim Zoll sitzt. Die hat wiederum regional alle Behörden, mit denen sie zusammenarbeitet. Und dann haben wir daneben auch noch die BaFin, die für Geldwäscheprävention zuständig ist. Da so ein System nicht besonders effizient funktionieren wird, kann man sich vorstellen. Und ich glaube, wir haben daraus jetzt auch gelernt. Aber Wirecard ist ja nicht der erste Fall, bei dem die BaFin in die Kritik gerät. Auch bei der Rettung der Hypo Real Estate ist ein paar Jahre her, 2008. Wir erinnern uns, da musste die Bank im Zuge der Bankenkrise mit 50 Milliarden Euro gerettet werden. Auch da Kritik an der BaFin, sie habe zu lange gezögert. War der Vorwurf damals berechtigt?
So wie dieses Mal auch. Der Vorwurf ist natürlich berechtigt, aber man darf auch nicht sozusagen den Fehler machen, zu glauben, dass solche Fälle zu verhindern wären. Ich meine, der Fall der Hypo Real Estate hat deswegen eine ganz andere Dimension, weil er ein Teil der globalen Finanzmarktkrise 2008, 2009 war. Wir haben sozusagen einen weltweiten Zusammenbruch des Finanzsystems erlebt und keine Aufsichtsbehörde, weder die Amerikaner noch unsere europäischen Nachbarn haben das vorhergesehen. Alles gehört allerdings auch zur Wahrheit, dass im Fall von Hypo Real Estate die BaFin wenige Monate vor dem Zusammenbruch noch eine Prüfung durchgeführt hat und eben in dieser Prüfung die enormen, sagen wir mal, Liquiditätsrisiken, die diese Bank angehäuft hatte, nicht erkannt wurden oder falsch eingeschätzt wurden oder wie auch immer. Hätte eine zupackendere BaFin damals dem Steuerzahler Milliarden oder zumindest Millionen sparen können? Jedenfalls ist es schon erstaunlich, dass sozusagen, dass diese enormen Risiken in dieser Prüfung keine, jedenfalls das, was man von außen weiß, nicht, ich war ja auch nicht dabei, aber es scheint so gewesen zu sein, dass diese Risiken keine größere Rolle gespielt haben. Und das hat, glaube ich, etwas schon auch mit der Frage zu tun, mit welchen, sagen wir mal, Kompetenzen, sowohl fachlicher als auch inhaltlicher Natur arbeiten diese Leute, aber auch mit welchen Anreizen. Nicht? Es ist ja ein komplexes Geschäft, das man hier überwacht. Und wenn man halt nur Dienst nach Vorschrift macht, dann wird man nicht sehr weit kommen. Das heißt, man muss schon drüber nachdenken, und das ist etwas, was wir völlig verschlafen haben. Man muss drüber nachdenken, mit welchen Anreizen muss ich eigentlich solche Leute ausstatten, damit die dann auch wirklich hart kontrollieren und wirklich nach den Fehlern suchen. Jetzt nochmal zur Problembeschreibung. Was genau darf denn oder kann die BaFin prüfen und einsehen? Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz komplexe Frage, weil nochmal, die BaFin ist für alle Finanzdienstleistungen zuständig, im Übrigen dann auch noch in Abstimmung mit den jeweils zuständigen europäischen Behörden. Aber es gibt zum Beispiel einen, nur mal um ein Beispiel herauszugreifen, nicht, was im Fall von Wirecard eben auch eine Rolle gespielt hat, ist die Frage, ob die BaFin überhaupt Bilanzen prüfen darf. Und da haben wir ist die bisherige Rechtslage so, dass es eben ein sogenanntes zweistufiges Prüfverfahren gibt und eben in der ersten Stufe die deutsche Prüfstelle für das Rechnungswesen zuständig ist, die auch einen Prüfauftrag von der BaFin gehabt hat, aber das ist halt sehr lange, das hat sich über Monate oder sogar noch länger hingezogen und es war noch kein Ergebnis da, bevor dann das Kartenhaus zusammengebrochen ist. Nicht? Und das ist natürlich etwas, was so nicht passieren darf. Deswegen ist ja auch ein Element der Reformen, die jetzt angestoßen werden, besteht darin, dass jetzt eben die BaFin sozusagen die direkte Zuständigkeit bei der Bilanzprüfung hat und natürlich sich jetzt auch Leute holen kann, die die Expertise haben, um diese Bilanzprüfung durchzuführen. Eine Kompetenz hat die BaFin schon länger und sie hat sie auch genutzt. 2009 wurden die sogenannten ungedeckten Leerverkäufe verboten. In Deutschland auf dem Finanzplatz Frankfurt sind sie verboten. Ungedeckte Leerverkäufe von Aktien deutscher Banken und Versicherungen. Mit Leerverkäufen wetten Anleger auf sinkende Kurse und das geht so. Bei gedeckten Leerverkäufen leiht sich ein Anleger Aktien bei einer Bank. Die verkauft er dann an der Börse. Fällt der Kurs der Aktie, kauft er sie zurück zu einem niedrigeren Preis. Die Differenz ist sein Gewinn. Die geliehenen Aktien gibt der Leerverkäufer dann wieder der Bank zurück. Bei ungedeckten Leerverkäufen verkauft der Spekulant Aktien, die er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht hat. Zwei Tage später kauft er die Aktie dann tatsächlich, um sie für den bereits erfolgten Verkauf zu liefern. Solche ungedeckten Leerverkäufe können Kurse heftig erschüttern. Ein Verbot sei daher sinnvoll, meinen kritische Marktbeobachter. Professor Kaserer, dieses Verbot, war das aus Ihrer Sicht sinnvoll? Ja, wenn wir uns zurückerinnern, wann das ergangen ist, natürlich war es zu dem Zeitpunkt, was heißt natürlich, da gibt es auch wahrscheinlich Leute, die anderer Meinung sind, aber ich persönlich glaube, dass das zu dem Zeitpunkt absolut sinnvoll war. Die BaFin war im Übrigen international gesehen nicht die einzige Behörde, die das gemacht hat. Wir hatten eine riesige sozusagen Unsicherheit am Markt. Die Kurse von Banken sind weggebrochen und es gab natürlich auch Spekulationen gegen die Banken und in der Situation zu
versuchen, etwas Ruhe reinzubringen. Das halte ich für völlig nachvollziehbar. Im Übrigen ist es ja mittlerweile so, dass ungedeckte Leerverkäufe, wohlgemerkt nur ungedeckte, ja auch nach europäischer Rechtslage jetzt verboten sind. Damals gab es die Kritik der EU-Kommission, man solle warten, bis es eine europaweite Lösung gäbe. War diese Kritik damals berechtigt zu dem Zeitpunkt? Ja, natürlich wäre es besser gewesen, wenn es ein einheitliches Vorgehen gegeben hätte. Aber das war damals halt, die Rechtslage hat das damals nicht hergegeben und dann kann man nicht warten. Das erleben wir jetzt ja in der Corona-Krise auch wieder. Man kann nicht immer warten, bis man sich mit den anderen geeinigt hat, weil manchmal drängt eben die Zeit und gerade in einer solchen Krisensituation muss man schnell handeln. Also ich glaube, dafür sollte man die BaFin nicht kritisieren, sondern ganz im Gegenteil, da hat sie beherzt gehandelt. Wie läuft denn die Finanzaufsicht, die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene? Ja, das ist sehr komplex, weil man darf nicht vergessen, wir haben auf europäischer Ebene haben wir auch noch mal drei Behörden für die drei Segmente, die Sie vorher genannt haben. Plus haben wir noch die EZB, die für die Bankenaufsicht direkt zuständig ist. Und all diese Behörden sind sozusagen miteinander verwoben und müssen sich koordinieren. Da stellt sich schon die Frage, ob das wirklich noch zeitgemäß ist oder ob wir nicht ähnlich wie bei der Bankenaufsicht auch, wo wir jetzt sehr stark die Kompetenzen zur EZB verlagert haben, auch in anderen Bereichen, wenn wir eben schon integrierte Märkte in der Europäischen Union haben, auch in anderen Bereichen die Aufsicht sozusagen zentralisieren. Wir haben jetzt einige Fälle aufgezählt, bei denen die BaFin in die Kritik geraten ist. Sie haben aber auch gelobt, halten wir fest. Was sind denn aus Ihrer Sicht die grundlegenden Baustellen oder strukturellen Fehler der BaFin? Einiges haben Sie ja schon anklingen lassen. Ich glaube, man muss über zwei Dinge diskutieren. Ich meine, das eine Thema ist das Thema Personalmanagement, nicht? Also nochmal, es ist eine komplexe, schwierige Aufgabe. Ich brauche da Leute, die ganz besondere Fähigkeiten haben. Die sind teuer. Die kann ich nicht unbedingt nach Beamtenbesoldung bezahlen. Und ich muss diesen Leuten auch die richtigen Anreize geben. Also Personalmanagement, und das muss man einfach sagen, das hat man in der Vergangenheit verschlafen. Und ich glaube, ein zweites grundlegendes Problem, auch darüber, das ist eher ein politisches Problem, nicht? Wir müssen uns einfach mal die Frage stellen, ist die BaFin eigentlich wirklich nur eine Finanzaufsichtsbehörde im Sinne davon, dass sie Banken und Versicherungen kontrolliert, oder ist sie eigentlich eine Verbraucherschutzbehörde? Ja, und diese Verbraucherschutzaufgabe, die ist sowieso erst später dazugekommen, die spielt bis heute eine untergeordnete Rolle, und das halte ich für einen Fehler. Also insofern gibt es auch sozusagen die BaFin bräuchte auch einen politisch viel klareren Auftrag, was sie eigentlich machen soll. Das heißt, auf die Frage, müsste die BaFin mehr von der Politik weg, würden Sie sagen, nein? So möchte ich das nicht verstanden habe. Was ich nur möchte, ist, es muss einen klaren politischen Auftrag geben. Wenn man den hat, dann weiß man auch, was müssen die Leute bei der BaFin machen, damit sie einen guten Job gemacht haben. Dann kann ich daraus sehr viel ableiten in Bezug auf Kompetenzen, auf eben Incentivierung, also Prämien, die ich dann auch bezahlen kann, wenn der Job gut gemacht wurde. Dann weiß jeder, woran er ist, und dann würde es viel besser funktionieren. Was Sie eingangs skizziert haben, es geht ja vielen Behörden so, dass sie gute Leute nicht kriegen, weil in der freien Wirtschaft mehr Geld zu verdienen ist. Das gilt für den Finanzmarkt, da sehr viel Geld zu verdienen ist, wenn man Profi ist, umso mehr. Klar, das ist ein Riesenproblem der Vergleich, ja, zwischen dem, was Sie in Frankfurt verdienen können, wenn Sie eben irgendwo bei einer größeren Bank arbeiten, und dem, was Sie bei der BaFin verdienen können. Da muss man sich dann natürlich schon fragen, wer geht dann eigentlich zur BaFin? Also ich verstehe, dass eine Behörde natürlich die letzten Entscheidungen müssen von Beamten getroffen werden. Das ist mir völlig klar. Das hat auch was mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Aber das heißt nicht, dass eine solche Behörde eben nicht auch sich sozusagen Kompetenzen einkaufen kann. Gute Leute, die IT-Kenntnisse haben, die eben Finanzmarktkenntnisse haben und die man sich dann eben dazu kauft, damit die einem helfen, diese komplexen Aufgaben zu bewältigen. Und das ist halt leider in der Vergangenheit nicht passiert. Thema Whistleblower hatten Sie auch schon skizziert. Im Fall Wirecard war es ja so, dass sich jemand sogar fürchten musste, dass er strafrechtlich verfolgt wird, weil er auf die Probleme hinweist.
Ja, und das ist nun wirklich etwas, was, wofür ich auch sage, dafür muss jemand die politische Verantwortung tragen. Es ist jetzt auch passiert mit dem Rücktritt des BaFin-Präsidenten. Aber was nicht sein kann, ist, dass ein Whistleblower sich an die Financial Times wendet, die Financial Times eine Berichterstattung macht und im Gegenzug die BaFin nichts Besseres zu tun hat, als diese Leute strafrechtlich anzuzeigen und damit einer strafrechtlichen Verfolgung auszuziehen. Das hat weit über den Wirecard-Fall hinaus, ich meine, das ist schon schlimm genug gewesen, weil dadurch natürlich die Aufdeckung dieses Skandals sich noch mal über Jahre verzögert hat, aber weit darüber hinaus hat das Signal ausgesendet, wer jemals sozusagen sich mit den Gedanken getragen hat, irgendetwas der Behörde anzuzeigen, was in seinem Unternehmen nicht richtig läuft, lass es lieber sein, weil du musst mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Wir haben Kritik und Baustellen aufgezählt. Tatsächlich steht der BaFin ja eine Reform bevor. Der SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die angekündigt. Der Fall Wirecard hat die Lücken in der deutschen Finanzaufsicht aufgedeckt. Ein Untersuchungsausschuss im Bundestag versucht gerade noch herauszufinden, wieso kriminelle Machenschaften der Aufsicht verborgen bleiben konnten. Denn sicher ist, die Kontrolle durch die sogenannte BaFin hat nicht funktioniert. Eine Reform der Behörde soll das künftig ändern. Mit dem 7-Punkte-Reformplan sorge ich für eine härtere Kontrolle der Finanzmärkte. Die Finanzaufsicht bekommt mehr Biss. Scholz möchte unter anderem eine forensisch geschulte Taskforce einrichten, die in der Lage ist, bei Verdacht schnell selber Sonderprüfungen durchzuführen. Der neue Präsident, die neue Präsidentin soll mehr Verantwortung bekommen und zentrale Bereiche direkt leiten. Und Informationen von sogenannten Whistleblowern sollen künftig systematisch ausgewertet werden. Da stecken ein paar Punkte drin. Mehr Forensiker, mehr kriminalistische Experten, mehr digitale Kompetenzen, die die Finanzaufsicht dringend braucht. Wir brauchen vor allem aber auch einen Kulturwandel, ein neues Verständnis in der Finanzaufsicht. Außerdem braucht die BaFin für die Reform neues Personal. Und die gesuchten Spezialisten sind teuer. Das Finanzministerium geht deshalb davon aus, dass häufig übertariflich bezahlt werden muss. Auch für die Linke ist das unter bestimmten Bedingungen denkbar. Auf jeden Fall müssen wir, wenn wir die besten Leute wollen, auch gute Gehälter zahlen. Das ist gar nicht das Problem. Aber dann brauchen wir auch Leute, die Jagdfieber haben und nicht kuscheln mit der Finanzindustrie. Das zu gewährleisten wird Aufgabe des neuen oder der neuen Chefin der BaFin. Nach geeigneten Kandidaten für den Posten will das Finanzministerium weltweit suchen. Professor Kaserer, einen Gesetzentwurf gibt es ja noch nicht zur BaFin-Reform. Ist diese Reform... Gesetzestext, die Details sind noch nicht bekannt, aber nach allem, was bekannt ist, nach der Ankündigung, ist das sinnvoll? Ja, da stehen natürlich die Punkte drin, um die es geht. Ich meine, das ist auch sozusagen, das ist auch gar nicht überraschend, weil jeder, der sich damit beschäftigt, weiß auch, dass es genau um diese Punkte geht. Traurig ist, dass es diesen Fall Wirecard geben musste, bevor man das jetzt endlich mal angeschoben hat. Und man muss dann halt auch sehen, das ist jetzt eben noch eine Ankündigung, die vielleicht auch irgendwo vor dem Hintergrund des anstehenden Wahlkampfs gemacht wurde. Jetzt warten wir mal ab, was da dann am Ende wirklich dabei herauskommt. Aber die Punkte gehen alle in die richtige Richtung. Ja, Sie haben schon im Bundestagswahlkampf angesprochen. Der Finanzminister ist ja auch SPD-Spitzenkandidat, Kanzlerkandidat. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass das quasi vor der Wahl im September noch der Sack zugemacht wird? Oder ist dann in wenigen Monaten ein anderer Finanzminister und alles ist anders? Also das halte ich ehrlich gesagt für unrealistisch. Man darf auch nicht vergessen, das ist jetzt nicht so... Also das eine ist ja die Frage, was muss ich sozusagen gesetzlich ändern? Und das andere ist aber dann die Frage, wie organisiere ich diese Behörde? Und diese Frage kann nur entschieden werden, wenn der neue Präsident oder die neue Präsidentin ernannt worden ist. Und die muss dann sozusagen intern diese Behörde auf dieser gesetzlichen Grundlage umstrukturieren. Das ist ein Prozess, der wird mit Sicherheit 5 Jahre, wenn nicht vielleicht sogar 10 Jahre dauern. Und was man halt auch nicht vergessen darf, es wird da viele Widerstände geben. Nicht zuletzt auch deswegen, das ist ja auch eine Lehre aus dem Fall Wirecard, weil natürlich in solche Behörden halt auch in der Vergangenheit dazu, ich will nicht sagen missbraucht, dazu benutzt worden sind, um Standortpolitik zu machen.
Ja? Und deswegen wird da noch viele Widerstände geben und vielleicht können wir uns dann in 5 Jahren wieder treffen und mal eine erste vorsichtige Bilanz ziehen. Machen wir gerne. Sie haben jetzt gesagt, grundsätzlich geht die Reform in die richtige Richtung. Ich habe einen Gastbeitrag von Ihnen gefunden mit der Überschrift Qualität statt Quantität, wo das mehr Personal Sie eher als politischen Reflex bezeichnen, der nicht so wirksam ist? Ja, eben, also einfach nur sozusagen das Budget der BaFin auszudehnen und sagen, wir geben euch jetzt nochmal 10% oder 20% mehr Leute, das bringt überhaupt gar nichts. Nicht? Weil ich glaube ja auch nicht, dass die Probleme, die wir heute haben, das hat nichts mit Unterbesetzung zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass man nicht die richtigen Leute hat und die nicht die richtigen Anreize haben. Nicht? Das sind die zwei zentralen Probleme. Natürlich kostet das etwas Geld, das sollte man übrigens aber auch nicht vergessen. Dem Steuerzahler kostet das gar nichts, denn all dieses Geld wird von den beaufsichtigten Unternehmen bezahlt. Insofern müssen wir uns, also aus politischer Sicht, muss man sich über Geld zunächst mal gar nicht so viele Gedanken machen. Das Entscheidende sind sozusagen die Strukturen. Sie sagen, mehr Personal, mehr Biss, bessere Strukturen, forensische Mittel sollen auch dazu kommen. Was ist darunter zu verstehen? Na, mit forensischen Mitteln meint man vor allem mal, dass zuerst einmal brauchen Sie Leute, die diese forensischen Kapazitäten haben, die wissen, was muss ich denn tun, wenn ich da eine Bilanz vor mir habe, von der ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich ihr trauen kann. Was sind die Schritte, was sind die Prüfschritte, die man machen muss? Das haben wir ja beispielsweise an diesem KPMG-Gutachten gesehen, wie man da dann vorgehen muss. Genauso nicht ein anderes Beispiel. Wir haben in Deutschland kaum Fälle von Insiderhandel, die verfolgt werden. In USA ist das nahezu jeden Tag in der Presse. Das hat etwas damit zu tun, dass ich eben Leute brauche, die so eben wieder die forensische Kapazität haben. Noch ein Satz. Kriegen wir ein Steuer-FBI? Wie vergleichbar mit USA? Also ich glaube, davon sind wir jetzt noch weit entfernt. Am Ende ist es ja so, wir werden ja nicht die rechtsstaatlichen Prinzipien wegen dieses Skandals über den Haufen werfen. Die BaFin wird auch in Zukunft nur im Rahmen eben üblicher rechtsstaatlicher Prinzipien handeln können. Also darüber würde ich mir keine Gedanken machen. Ich glaube, das Problem ist viel eher, dass wir eine BaFin haben mit zu wenig Biss als mit zu viel Biss. Also mal sehen, ob wir der zahnlose Tiger Zähne bekommt oder der schlafende Riese aufwacht. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Professor Kaserer. Wo liegt die Zukunft der Bankenaufsicht? In Deutschland oder in Europa? Die liegt in Europa. Daran führt kein Weg vorbei. Und deswegen sollte sich die BaFin in Zukunft auch viel mehr auf Verbraucherschutz konzentrieren. Vielen Dank, Christoph Kaserer, Finanzmarktexperte und Professor an der Technischen Universität München. Und auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse an Alpha Demokratie. Machen Sie es gut.